Moin zusammen, hier ist dein Henri, wir sind zurück bei unserer Camilla, die immer noch nicht ganz glauben kann, dass sie ausgerechnet von Lurko gerettet wurde und auch immer noch nicht so ganz versteht, warum. Bevor wir jetzt aber weitermachen, zurück auf die Karte zurückkehren und wieder die nächsten Schritte unternehmen, haben wir hier noch zwei Fertigkeitspunkte, die wir vergeben können. Einmal für Petronius und für Vorenus, die ja in der Regel eh nicht mit uns kämpfen, die Aufgaben hier im Lager übernehmen. Aber dennoch werden wir hier Punkte natürlich verteilen und ich finde hier das Bollwerk eigentlich ganz interessant. Es ist auch eine passive Fertigkeit und wenn der Charakter ein Schild trägt, gilt das als niedrige Deckung. Das finde ich eine spannende Sache. Tatsächlich auch für Metellus und für Caeso, vielleicht haben wir da auch die Möglichkeit, müssen wir mal schauen bei Gelegenheit. Und wenn das Stufe 2 ist, dann gilt das sogar als hohe Deckung. Das heißt, wenn er ein Schild trägt, dann kann er auch von Pfeilen überhaupt gar nicht getroffen werden und ist in Deckung. Das finde ich sehr, sehr gut. Finde ich tatsächlich recht stark. Schauen wir mal, bei Metellus hätten wir tatsächlich da auch die Möglichkeit, das zu wählen. Und bei Caeso haben wir hier noch nicht genug gemacht in dem Pfad, aber ich denke, einen weiteren Punkt müssten wir hier ausgeben. Den können wir in das Bereitmachen investieren das nächste Mal. Und dann haben wir hier auch die Möglichkeit. Sehr gut. Okay, dann kehre ich zur Karte gleich zurück und dann sehen wir uns dort wieder. Dann geht es dort jetzt gleich weiter. So, da sind wir jetzt zurück hier vor dem Lager. Wir werden unsere Legion jetzt hierhin verlegen, denn die muss ja hier diesen Ort verteidigen. Die können wir also schon mal hier hinschicken. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit Camilla? Ich denke, Camilla wird jetzt erstmal gen Osten ziehen, denn wir haben ja noch verschiedene Aufgaben. Wir haben also zum einen noch die Aufgabe, die einen Sektor zu befrieden. Und ich denke, da wird am Ende des Tages vielleicht der Fokus hier auf diesem Sektor liegen, auf dem Sektor, wo eben ehemals Ambiorix eben Häuptling war. Vielleicht ist das dann auch so ein klein wenig eine Rache unserer Camilla, aber wie gesagt, vorher haben wir noch einiges zu tun. Und zwar müssen wir uns eben immer noch hier um das Ende der Edui kümmern. Da ist immer noch die Frage, ist Camilla tatsächlich bereit, sich ein Auge auszuschneiden oder dafür muss sie die Sichel in der Quelle von Esus reinigen. Sie hat die Sichel von Lurko bekommen, der sie Ambiorix abgenommen hat. Ambiorix wollte sie uns ja ursprünglich nicht geben, jetzt haben wir sie aber. Und ja, ich vermute mal, dass vielleicht irgendein Druide oder so etwas ihr erzählt hat, was sie da mit noch zu tun hätte. Deswegen weiß sie, dass sie sie hier noch entsprechend reinigen muss. Wir müssen aber auch noch eine Schale herstellen. Da haben wir eigentlich schon mit Sextus gesprochen. Dafür brauchen wir aber Eichenholz. Das heißt, wenn wir das nächste Mal in einen Hain kommen, das ist uns auf dem Weg ja schon öfter passiert, dass wir in so einem großen Eichenhain vorbeigekommen sind, dann müssen wir da Holz schlagen. Bisher hatten wir uns immer dagegen entschieden. Ja, dann immer noch diese Option, ein Menschenopfer zu wählen. Puh, schwierig. Wie gesagt, Sektor haben wir drüber gesprochen. Auf dem Weg, vielleicht diese Aufgaben zu erledigen, können wir diesen Menhir, diese Art Grabstein vielleicht auch noch bei dem Sohn von Divitiacus abgeben, was auch immer daraus sich noch ergeben wird. Divitiacus' Sohn hat von seinem Vater den Auftrag erhalten, eine Menhir zu besorgen, der nach dem Tod des Druiden sein Grab markieren soll. Ihr habt angeboten, dabei zu helfen, auch wenn es ziemlich unklar ist, welchen Vorteil euch das bringen soll. Ja, und da haben wir einen uns allen wahrscheinlich sehr bekannten Hinkelsteinlieferanten getroffen, dem wir diesen Hinkelstein abkaufen konnten. Der von seinem Freund etwas aus seinem Trankgefäß, aus seinem Getränkeschlauch haben wollte. Der wollte es ihm nicht geben. Wir haben ihm Wein angeboten. Da haben sie uns nur ausgelacht. Naja, was das auch immer soll. Auf dem Weg hierhin kommen wir aber eigentlich auch nochmal an dieser Arena vorbei. Und vielleicht ist das noch so eine Möglichkeit, jetzt nach dieser irgendwie ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen vernichtende Niederlage, aber nachdem Camilla diese Niederlage tatsächlich hier hinnehmen musste, ist das vielleicht eine Möglichkeit, denn bisher hat sie diese Arena-Kämpfe in erster Linie gemacht, weil ihr Bestia in den Ohren lag und gebettelt hat.
hier, dass er eben als alter Gladiator hier seine Ehre auch in anderen Arenen nochmal unter Beweis stellen kann. Aber hier, um sich vielleicht ein bisschen zu rehabilitieren, um wieder Selbstvertrauen zu sammeln, hier auf dem Weg dann eben noch zu diesen windigen Höhen oder der Hohe Ort, so hieß es genau, kommen wir nämlich mehr oder weniger an der Arena vorbei. Und deswegen werden wir das jetzt hier mal tun, während, wie gesagt, unsere, hier ist nämlich der Ort, während unsere Legion dann hier auf den Angriff wartet. Auf dem Weg dorthin kommen wir hier nochmal an einem Observatorium vorbei. Da werden wir dann auch nochmal schauen, ob wir was entdecken können. Steckt der Treffpunkt? Ist das hier gerade neu aufgetaucht? Nein, das hier ist neu aufgetaucht. Okay, da latschen wir jetzt aber nicht hin, sondern wir laufen aber hier hin. Schläger und Abschaum. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Die Sonne geht langsam unter und taucht die Wolken am Himmel über euch in wunderschöne Farben aus leuchtendem Rosa und Gold. Ihr schaut euch gerade nach einem Lagerplatz um, als Rauchschwaden aus dem Wald vor euch aufsteigen. Einige eurer Prätorianer reiten voraus, um die Angelegenheit zu untersuchen. Bei ihrer Rückkehr berichten sie von römischen Soldaten, die weit von ihrem eigentlichen Posten entfernt sind. Sie sehen aus, als gehören sie der Legio Ferrata an. Was haben die Männer von Ferrata hier verloren? Das ist höchst ungewöhnlich. Wir sollten die Angelegenheit untersuchen. Euer Auftauchen vor ihrem Lager löst eine kleine Aufruhr aus, als die Wachen euch abfangen wollen, und erst dann erkennen, wer ihr seid. Sie flüstern untereinander, bevor sie euch in ihr Lager einlassen. Sie haben eine kleine Umzäunung aus groben Palisaden errichtet und das Ganze wirkt wie ein beschämt unorganisiertes römisches Legionslager. Ihr spürt, wie angespannt und misstrauisch eure Prätorianer sind, als ihr in das Lager reitet und die wachsamen Augen der Verräter unter eurer Gruppe auf eure Gruppe gerichtet sind. Ihr hört zufällig, wie sich einige Leute über das austauschen, was sie hier sehen. Diese Männer sind nicht in offizieller Legionsarbeit hier, sie müssen Deserteure sein. Wir befinden uns in einer recht prekären Situation und sind Zalus weit unterlegen. Behaltet einen klaren Kopf und tut so, als wäre alles in bester Ordnung. Wir werden uns später um die Abtrünnigen kümmern. Oder Männer, der Legio Ferrata horcht auf. Ihr habt erwiesenermaßen eure Posten verlassen, eure Pflicht gegenüber Rom nicht erfüllt. Nehmt Aufstellung an und macht euch bereit, eure Strafe zu empfangen. Nee, wir werden hier nicht so stürmisch kopflos in die Situation laufen. Das passt nicht zu unserer Camilla. Wir werden uns später darum kümmern. Ihr steigt in der Mitte des Lagers ab und begrüßt die abtrünnigen Legionari, als ob ihr völlig ahnungslos wärt. Obwohl die Stimmung zunächst angespannt ist, entspannen sich die Männer, als sie sehen, dass ihr ihnen offensichtlich nichts Böses wollt. Sie teilen sogar ihr Essen mit euch und euren Prätorianern. Im Gespräch mit den Männern wird deutlich, dass sie die Führung von Vitellius Loco zutiefst missbilligen. Ihr zweifelt nicht daran, dass sie tumbe Schläger und Abschaum sind und deswegen Fahnenflucht begangen haben, aber auch die schlechte Führung der Legio Ferrata scheint zu einem großen Teil zu ihrer Unzufriedenheit beigetragen zu haben. Vielleicht habt ihr da etwas gemeinsam. In dieser Nacht postiert ihr doppelt so viele Wachen wie üblich in eurer kleinen Ecke des Lagers, da ihr Verrat oder Diebstahl fürchtet, aber nichts Ungewöhnliches geschieht. Kurz vor Mittag verlasst ihr das Lager und zieht gemächlich durch den Wald weiter. Schließlich fordern einige eurer Leute euch zum Anhalten auf. Habt ihr wirklich vor, diese Deserteure im Wald zu belassen, wo sie tun und lassen können, was sie wollen? Fahnenflucht muss bestraft werden. Wir werden in Kürze 4 Kohorten der Legio Victrix entsenden, um zu diesem Lager zu marschieren und die Banditen zu erledigen. Wir haben etwas mit ihnen gemeinsam. Sie hassen Loco ebenfalls. Ihr aufrechter Zorn sollte keinenfalls ungenutzt bleiben. Sobald wir dazu in der Lage sind, werden wir die Legio Victrix auffordern, einige Centurios zu entsenden und diese Männer zu rekrutieren. Oder das ist in der Tat meine Absicht, sie nützen uns nicht, aber sie sind auch keine große Bedrohung. Außerdem werden die Gallier sie ohne Nachschubunterstützung sicher bald vernichten. Das ist vielleicht tatsächlich am ehesten Camillas Vorgehen, ja, jetzt diese abtrünnigen, tumpen Schläger in ihre Legion zu rekrutieren, das finde ich passt nicht zu ihr. Und die Gallier werden hier diese Aufgabe im Grunde für uns erledigen.
Nicht alle Prätorianer scheinen von der Idee angetan zu sein, diese Banditen sich selbst zu überlassen, aber die meisten folgen schließlich eurer Logik, warum gute Männer für etwas riskieren, das die Einheimischen ebenso erledigen können. Nachdem alle davon überzeugt sind, dass eure Entscheidung zumindest auf einer vernünftigen Grundlage beruht, setzt ihr euren Weg durch den Wald fort. Und hier kommt dann demnächst der Angriff. Nur eine Schwertklinge, ein Ölkrug. Sehr schön. Und dann begeben wir uns jetzt weiter hier zur Arena der Drei. Während hier unsere Legion jetzt im westlichen Narbonensis Stellung bezogen hat, um hier die dann entsprechend zu verteidigen. Abgesehen von seinen Baummaterialien wirkt diese beeindruckende gallische Kampfring irgendwie römisch, aber vielleicht wurde er von den Gladiator-Arenen Roms inspiriert. Wir betreten den Ort. Ja, und natürlich hier unsere Truppe mit. Und dann bin ich mal gespannt, was uns hier erwarten wird. Ziel unserer Camilla ist es, wie gesagt, so nach den letzten Ereignissen jetzt hier etwas Selbstvertrauen zu tanken. Okay, wir schauen uns erstmal um. Hier vorne, wie gewohnt, schon fast ein Marktplatz. Wir schauen mal, was der Händler für uns hat. Verehrte Römer, ihr müsst die große Kriegerkönigin sein, die Jurka herausgefordert hat. Genau, Jurka war eine gallische Kriegerin, die bei uns ins Lager gekommen ist, um uns eben herauszufordern. Wir müssen ihn ja nicht unbedingt korrigieren. Jurka hat also meine Ankunft angekündigt. Das hat sie auf jeden Fall. Leider gibt es, wie ihr vielleicht wisst, bestimmte Rituale und Traditionen, die hier beachtet werden müssen. Vermutlich werdet ihr nicht direkt gegen sie kämpfen können. Erzählt mir von dem Meister dieser Arena. Unser hochangesehener Gastgeber Katirix, König dieser Berge und der sie umgebenden Wälder. Was gibt es da sonst noch zu sagen? Er ist unser König und regiert uns gut. Ja, das war schon mal schön. Stammt ihr aus dieser Gegend, Vabros? Nein. Ich stamme aus dem Land Hispania im Süden. Dort ist es nicht viel anders als hier, abgesehen davon, dass der größte Teil Hispanias unter römischer Herrschaft steht. Nun gut, und was verkauft ihr hier? Viel, was von keinem Nutzen für euch sein dürfte, aber für euch? Ich habe Anleitungen, um hervorragende römische Gladiatorenausrüstung herzustellen. Ich verkaufe auch gebrauchte Ausrüstung der besten möglichen Qualität. Oh, aber hier ist etwas, das euch gefallen wird. Eine besondere gallische Jagdfalle. Die Materialien, um sie zu bauen und die Anleitung dafür. Stellt euch nur die Möglichkeiten vor. Also jetzt die Gladiatorenausrüstung, die, glaube ich, interessiert unsere Camilla nicht so. Diese Jagdfalle, das klingt schon interessant. Natürlich, solange ihr die nötigen Denari habt. Bitte achtet darauf, nicht zu vergessen, wo ihr sie platziert habt. Sie können ziemlich tödlich sein. Ja, und vermutlich, ja, das ist ja unsere große Stärke, zu wissen, wo wir Fallen platziert haben. Das gelingt uns mit den Sporen schon immer so gut. Das ist noch nie passiert, dass wir da selbst reingelaufen sind. Nun gut, aber was ist dieser seltsam geformte Stein? Oh, das ist ein Andenken, das ich auf einer meiner Reisen nach Hause gekauft habe. Ich glaube nicht, dass es für irgendetwas gut ist, aber ich mag sein Aussehen. So, wir können jetzt nochmal Nafta kaufen. Oder wir fragen hier nochmal nach der Ware. Okay, er hat gutes Material. Oh, viel davon. Müssen wir noch so viel herstellen? Vielleicht können wir mal für 2000 oder so einkaufen. Da haben wir auf jeden Fall einen guten Vorrat. Wunderbar. Ich denke, wir werden beide von diesem Handel profitieren. Ja, ich denke auch. Dann können wir mal schauen. Wir können hier wahrscheinlich die Fallenanleitung schon mal lernen. Jagdfalle. Ja, müssen wir nur dran denken. Hier mal mit, ach, das war sogar makelloses Material, was er hatte.
Ja, das ist natürlich nochmal interessant. Caesus zerbrochenes Schwert, ja, da. Das müsste aber Caesars heißen, meine ich, nicht Caesus. Gucken, ob wir das. Ich vergesse es jedes Mal, ob wir das nochmal herstellen können. An die Jagdfalle müssen wir denken. Ah, die werden wir nochmal, aber auf jeden Fall schon mal lernen. Wahrscheinlich wäre es hier sehr interessant, aber ich laufe jetzt nicht ins Lager zurück. Wir sind jetzt hier mit dem, was wir haben. Und gucken mal, wo wir hier den Eingang finden. Hier oben geht's hoch. Dann werden wir uns hier mal vorstellen. Hier ist die gute Jurka. Mal schauen. Sie kennen wir ja. Mit ihr sprechen wir mal zuerst. Ihr seid ein ziemlich hübsches kleines Ding dafür, dass ihr eine Armee führt. Zu schade. Ihr seid ebenfalls eine sehr schöne Frau. Ich weiß, es ist wirklich zu schade. Nun ja. Warum habt ihr mich herausgefordert? Um etwas zu beweisen. Nicht euch, aber allen anderen. Ihr stammt aus Britannia. Ich meine, das hatte sie erzählt. Erzählt mir davon. Es ist nicht viel anders als hier. Es ist ein Land voller Königreiche. Weite Felder, tiefe Wälder, steile Klippen an der Küste. Aber es ist kein Ort für solche wie euch. Am besten haltet ihr euch fern, oder eure Schiffe werden an den Felsen der Küste zerschmettert werden. Und warum seid ihr den ganzen Weg hierher gereist? Ich war bei meinem eigenen Volk nicht länger willkommen. Zum Glück wissen die Edui und die Averni nicht von meinen vielen, vielen Verbrechen. Okay. Und warum brauchen wir Kartierix Erlaubnis, um zu kämpfen? Wir können unser Duell überall austragen. Das können wir nicht. Dies ist der einzig richtige Ort für uns, um zu kämpfen. Und er regiert ihn. Also folgen wir seiner Anweisung und warten geduldig ab, bis die Zeit reif ist. Nun gut, ich bin bereit, eure Herausforderung anzunehmen. Das seid ihr keinesfalls. Redet wieder mit mir, wenn ihr Kartierix Erlaubnis habt, euch Na hier zu gut, stellen. okay. Darauf könnt ihr zählen. Dann werden wir uns hier mal vorstellen. Er sieht ja auch nach einem etwas, ja, intensiveren Haudegen aus. Also, Charakterix. Willkommen, verehrte Römer. Also habt ihr Iokas Herausforderung angenommen, nicht wahr? Ich bin Kartirix und dies meine Arena der Drei, ein heiliger Ort für mein Volk. Da ihr keiner von uns seid, biete ich euch Gold dafür an, in den Ring zu treten. 300 Denari für jeden Kampf, den ihr gewinnt. Euer Name zeichnet euch als König aus. Weil ich ein König bin. Der König dieser Berge, ihrer Flüsse und ihrer Wälder. Und am wichtigsten für euch, der König dieser Arena. Kennt ihr die anderen Könige in Gallien? Ich kenne die wichtigsten, die ihr Dumnorix und Ambiorix nennt. Und natürlich Vercingetorix. Mein Königreich ist nicht das einflussreichste, aber ich werde zu wichtigen Anlässen eingeladen. Ja, mit Dumnorix. Sucht ihr nach Informationen über sie? Ah, okay, im Zweifel. Ich wollte gerade sagen, Dumnorix und Ambiorix. Nee, Orgetorix war es. Also die beiden. Und die beiden. Naja, das ist mal interessant, diese Informationen vielleicht vorab gehabt zu haben. Aber interessant, was er über sie sagt. Die existieren ja nur in der Form nicht mehr. Könige sind sie auch nicht mehr. Kennt ihr Orgetorix oder kanntet ihr ihn? Ich habe von ihm gehört. Sein Königreich liegt in den Bergen im Osten, glaube ich. Ich kenne ihn vor allem als einen reichen Mann mit einem guten Sinn für den Handel. Und was denkt ihr über Ambiorix? Das ist jetzt nochmal interessant, nach dem, was zuletzt passiert ist. Er ist ein weiser und edler König, der den Wert von Diplomatie und Gastfreundschaft versteht. Er ist auch ein gerissener Politiker und hat enge Verbindungen zu den Königen von Germania. Ganz offensichtlich. Was haltet ihr von Dumnorix und Divitiacus? Die Aedui gehören zu den Verbündeten, die wir am meisten respektieren und wertschätzen. Die Nähe ihres Territoriums zu Rom macht sie zu idealen Vermittlern bei Angelegenheiten mit eurem Volk.
Dumnorix ist ein König mit Prinzipien. Er schätzt Macht und Kampfkraft. Daher ist es gut, dass dies durch die Weisheit und Gerissenheit seines druidischen Bruders ausgeglichen wird. Und kann ich Vercingetorix vertrauen? Der greift uns doch ständig an. Absolut. Auch wenn er euer Feind ist, ist er ein Mann, der sein Wort hält. Ein guter König. Sicherlich der beste von uns. Die Averni sind unter seiner Herrschaft zu wahrer Größe herangewachsen. Ja, vielen Dank für euer Wissen. Ich habe euch nichts erzählt, was ihr nicht auch andernorts hättet erfahren können. Na dennoch. Aber dieses Theater hier, das sieht den Theatern Roms überraschend ähnlich. Ich habe tatsächlich Beschreibungen von Roms Arenen gehört. Und meine eigene Arena beruht auf diesen Beschreibungen. Sagt mir, wie schneidet sie eurer Meinung nach im Vergleich zu den Arenen eurer Heimat ab? Ja, sind wir mal ein bisschen freundlich hier. Wir verwenden eher Stein als Holz, aber die Größe und Form sind sehr ähnlich. Ich bin beeindruckt. Das höre ich gerne. Danke. Habt ihr Jurka geschickt, um ihre Herausforderungen an mich auszusprechen? Jurka lässt sich nicht einfach irgendwo hinschicken. Als sie von eurer Ankunft und eurem Ruf erfuhr, brach sie sofort auf, um euch herauszufordern. Das werden wir jetzt nicht fragen, das hat im Grunde Jurka schon beantwortet. Ist dies ein Ritual oder Unterhaltung? Wir werden bis zum Tod kämpfen. Was sind das jetzt? Werden wir bis zum Tod kämpfen? Ist ein bisschen aus dem Kontext, aber wir sprechen es mal an. Ah, die Grenze zwischen Ritual und Unterhaltung kann verwaschen sein. Wir legen hier keinen großen Wert darauf, das sauber zu unterscheiden. Ihr werdet allerdings nicht bis zum Tod kämpfen. So etwas bleibt heiligen Tagen des Opferns vorbehalten. Nun gut, ich bin erpicht herauszufinden, was ihr uns zu bieten habt. Karatirix bereitet den ersten Kampf vor, genau. Außerdem wird unsere Camilla... Ich werde allen Kriegern des Landes die Nachricht schicken, dass ein neuer Herausforderer den Ring betreten hat. Wir werden sehen, wer dem Ruf folgt. Genau, außerdem will Camilla ein wenig Selbstvertrauen wieder aufbauen. Okay, gut. Wir sind in der Vorbereitungsphase. Eieieiei. Das sieht ja nett aus. Feinde handeln zuerst. Ach, da hinten sind sie. Okay. Was haben wir denn da? Was können wir denn schon erspähen? Ja, okay, nichts, was jetzt so sonderlich beängstigend wäre. Hier oben haben wir Pila. Es wäre auf jeden Fall gut, dass da oben... Was ist denn der Zugang? Oh, was haben wir hier noch? Ölkrüge. Kommt man denn da hoch? Hm, vielleicht kann man irgendwie hochspringen oder hochklettern. Gut, also nichts, was uns, glaube ich, Angst machen müsste. Wir schauen mal nach den Spielregeln. Erreicht die volle Zustimmung des Publikums. Gewinnt 25 eine Runde, um Charaktere mit Verteidigen zu belegen. Gewinnt 50 eine Runde, um Charaktere mit Unterhaltsam zu belegen. Okay, schaltet Feinde aus, gibt uns 15. Okay, taktische Gegenstände aus der Arena und mehrere Feinde im selben Zug mit demselben Charakter. Okay, dann schauen wir mal. Ich würde tatsächlich ausnahmsweise Julia mal vorne lassen. In der Hoffnung, dass wir hier relativ schnell hochkommen und mit ihr irgendwie eine erhöhte Position einnehmen können. Wie sind wir denn ansonsten hier positioniert? Wer hat viele Bewegungspunkte? Synaros, dann muss er auf jeden Fall mal nach hinten. Mit am wenigsten hat Deianera, die ist da schon nicht schlecht. Der Bestie hat noch weniger. Caesar ist dafür, dass er schwer bewaffnet ist, tatsächlich auch recht beweglich. Wobei, die beiden haben gleich viele. Das ist eigentlich egal. Die Frage ist, wie weit kommen sie? Kommen wir schon so weit, dass sie uns direkt angreifen können? Ich bin mir unsicher. Wir beginnen erstmal. Steht zusammen und kämpft vereint, Geschwister! Okay, die laufen komplett darum und, verschanzen sich sozusagen hier. Gut, dann fangen wir mal mit Julia an.
Hier kommt sie hoch, dann kann sie nicht mehr angreifen. Das ist ein Wasserkrug, kann dann aber die Speere aufnehmen. Das sind 9 und das sind auch 9 Schritte. Da passiert ja nichts weiter, ne? Würde ich sagen, gehen wir mal hier mit ihr hier hoch. Ja, okay, sie klettert am Gitter hoch, sehr schön. Hier war irgendwie eine dumme Falle. Jetzt hat sie keine Bewegungspunkte mehr. Hätte man die sehen können? Ja, wie unangenehm. Gut, dann muss ich jetzt eben von hier oben runterschießen. Oh, der ist ganz gut geschützt. Der hat sein Schild hier. 71%. Lass mir noch das Beste hier auf den blöden Bogen schützen. Na, 14 immerhin. Das mit dem Locken nochmal machen. Wir hätten auch das hier zuerst machen können, dann kann der keine... Dann wäre der aus der Deckung gekommen. Nee, das bewahren wir uns nochmal auf. Okay, dann ist die Frage, kann jemand anders da hoch? Das ist ein bisschen die Frage. Also hier haben wir nur eine Falle. Bis hier wissen wir, dass der Weg sauber ist. Kommen wir bis da oben hin. Ach, das gilt hier jedes Mal. Ach, wie unangenehm. Ja, das ist ja wirklich beschissen. Können wir da trotzdem irgendwie darunter angreifen? Sehr unangenehm. Jetzt stehen wir hier und können nicht groß was machen. Wir könnten Julia ihren Aktionspunkt zurückgeben. Mit der anfeuernden Rede. Schwierig an die ranzukommen. Nee, das war gar nicht die Begeisterung, war das hier. Da eigentlich dem Blut näher blutet, ich wollte gerade sagen, an dem hat er nicht widerstanden. Jetzt könnten wir allerdings auch auf den gehen, wenn wir das zuerst machen. Dann müsste der ja, der Charakter kann keine Deckung nutzen. Jetzt ist er geködert und aufgestanden, genau. Und dann können wir ihn treffen hier. Oh, ich muss zugeben, ich habe das Jubeln der Menge vermisst. Das war sogar kritisch, sehr schön. Dann gehen wir nochmal auf den. Mit etwas Glück reicht das. Ah, das war jetzt leider nur ein Streiftreffer. Aber trotzdem in Ordnung, würde ich sagen. Die hier zu werfen bringt jetzt erstmal nichts. Hier nochmal durchzulaufen bringt jetzt nichts. Ich meine, wollen die das angreifen, um sich hier zu uns durchzukämpfen? Ich meine, es würde sich auch lohnen, hier ein Ölfass rüber zu schmeißen und das dann irgendwie in Brand zu stecken. Aber wir kommen hier ja wieder nicht durch.
Ich denke, mit Caesar und Bestia werden wir uns mal hier vorstellen und werden mal gucken, ob wir diese Barrikade hier zerlegen können. Ja, okay. Das funktioniert ganz offensichtlich. Dann gehen wir mit Bestia hier hin. Ah, er hatte diesen neuen hinterhältigen Angriff, das müssen wir uns auch merken. Machen dann aber erstmal ausweichen. Ja, mit der Nera würde ich mich jetzt erstmal hier hinter positionieren. Die kann da ein bisschen Rüstung erstmal improvisieren. Und Synneros wird Bereich 6 Hexfelder. Ich hatte gedacht, ihn so ein bisschen als Eingreiftrupp hier im Hintergrund zu halten. Wir werden aber die Gegner mal verfluchen, das schadet ja nichts. Dann sind sie schon mal geschwächt und dann ziehen wir uns mit ihm hierhin erstmal zurück. So, Bestia hat jetzt noch einen Aktionspunkt, aber vorgehen würde ich auch nicht wollen. Ja, dann würde ich sagen, warten wir nochmal ab, wie die jetzt darauf reagieren und beenden erstmal unsere Runde. Okay, das war schon mal ein ganz guter Trick. Tutatis, hilf mir, ihr seid versorgt. Was ist der Bogenschütze? Ha, das hat Ihnen wirklich gefallen. Ich glaube, jetzt haben wir es raus. Ja, er hat jetzt geheilt. Das finden die natürlich nicht gut. Das war jetzt zu unseren Gunsten sozusagen. Nun gut. Okay, dann schauen wir mal, wie wir hier weitermachen in der nächsten Runde. Ich bin sehr gespannt, bin hier aber erst einmal sehr zuversichtlich. Ist ja auch erst der erste Kampf, der richtige Kampf auf jeden Fall, um hier etwas Selbstvertrauen zu sammeln. Damit machen wir dann aber in der nächsten Folge weiter. Also bis dahin, macht es gut, euer Henri.